Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Nordfriesischen Marsch. Wir sind im letzten Feldball und sehen Topfen aus. Unser Freund hat ein paar Drehrumbum. Wie gesagt, das ist ein enges Feld, das ist ein bisschen. Dann nehmen wir gleich in den Platz in die Hand. Da fahren wir einfach erstmal so lapidal hoch runter. Dann machen wir einen Helfer. Und den machen wir die Restarbeiten. Hier werden wir am besten eine kleine Maschine nehmen für die Aussaat. Also aktuell habe ich keine. Entschuldigung. Weiter vorne Ecke noch fertig machen. Ja. V-Roll drücken, nicht C. So. Ist ja nicht mehr viel, ne? Dann können wir schon mal auf 5 gehen, Geschwindigkeit. Das passt schon. Dann haben wir noch echt alle Felder geschafft. Und das in einem Tag. Noch nebenbei gemäht. Auf 1. Auf 1. Aber 6 Tage, das ist ein bisschen zu lange. Aber 3 Tage das zu schaffen. Entschuldigung, im Wetter wäre ein bisschen blöd. Wenn es doch Regen kommen sollte, zur Erntezeit, schwierig. So, der wäre fertig. Ich glaube, der ist auch fertig. So, klappt mal zusammen. Wir fahren zum Hof. Und der kann ja noch ein Stückchen noch machen da. Dann werden wir ihn mal gleich reparieren und wegstellen. Dann können wir den Seemaschinen auch mal wegräumen und allgemein ein bisschen aufräumen, ne? Kollege ist fertig. Ist er gemietet? Mhm. An dem Raum noch. Kondor und Blau.
Passt schon. So, wo stellen wir am besten hin? Am besten da oben hin. Da passen die genau hin. Später, ich muss kurz eine Fläche vergessen. So, der nächsten. Na perfekt. Sag ich mal, ne? Naja, die eine Ecke da. Ist ja dann auch egal, ne? Bisschen reparieren, kurz waschen, wegstellen. Fertig. Die Decks noch wegstellen, die Ballenpresse. Ich meine, wenn ich viele Produktionen haben würde, dann müsste ich mir überlegen, ob ich auch 6 Teile gehen würde, aber aktuell ist das nicht notwendig. Weil das Sägewerk werde ich mir finanziell erst nach der Ernte leisten können. Also im Grunde im nächsten Jahr muss auch die Fläche noch abholzen. Mal schauen, was so Leerflatten bringen. Ich muss euch mal noch ein bisschen ein paar Bäume anpflanzen, jedenfalls wieder aufforsten. Die alten müssen, die Stumpen müssen weg. Also da haben wir noch Arbeit. Ich denke mal, das Risiko gehen wir ein. Wir wollen auch im Sommer auspflanzen. So trocken ist es jetzt nicht gewesen. Wir haben heute Regen gehabt. Und später kommt auch noch Regen heute Nachmittag im Spiel. Bei mir zu Hause kommt kein Regen, kommt Sonne. Na, 30 Grad. Das ist alles eine Mais-Sämaschine. Brauchen wir doch nicht mehr. Die Amazone kann beides. So. So, die Ballpresse noch reparieren und neu lackieren. Na, lackieren nicht, waschen. Block. Oh, wir haben noch Zeit. Jetzt ist ja die Aussaat fertig. Jetzt können wir ja die Geschwindigkeit auch auf 30 gehen. Kann die eigentlich machen? Achso, die Folienfarbe ändern. Na gut, das brauchen wir dann. Schwarz muss nicht sein. Das habe ich mal durch. So schlecht nachzusehen. Ne? Wo nachts werden wir so nicht arbeiten, das ist teuer. Da können wir höchstens Tiere versorgen.
werden wir in Zukunft nachts machen, wenn dunkel wird. Das ist gerade Wachstum. Nö. So, dann stellen wir die Halle rein, neben den Case. Später Frühling. Wir müssen langsam machen. Kommt irgendwie nicht mit. Wächst doch gar nichts. Regen. Nicht pünktlich, dann 13 Uhr, viel zu früh. 15 Uhr vorher gesagt. Fellarbeiten fertig. So, noch einen Traktor nehmen für die Kalkkisten. Nehmen wir den. Ja, die müssen hier dann ja auch wegstellen, ne? Beziehungsweise zumindest aufladen. Ja, das ist ja Shit. Unkraut wechselt auch ein bisschen. Aber wie gesagt, das ist nicht viel. Das ist punktuell. So, nehmen wir Kalk auf wieder. Der Weiße ist für den Kalk und der Rote ist für den Dünger. Das kann man sich nur einfach merken. Aber irgendwie hatte ich beides gemacht. Aber wenn der Kalk nass wird, ist schlecht. Klebt überall fest. Ja. Gut, hier vielleicht nicht. Staubig angelegt normalerweise. Ja, auch schon fast 10 Uhr nachts. Ja, irgendwie, weil wir früher anfangen können, aber ich war irgendwie nicht Stimmung. Ja, schön Sound.
ja wohl Scheiß. Gut, dass wir so eine kleine Silos haben. Sonst hätte ich mich geärgert, du. Mit den Mengen am Baumarkt-Krokus, Vokal gibt es ja so ein. Aber da gibt es hier eh nicht. Also normal gibt es keine Kaltstation. Da muss ich schon die setzen. Ist auch okay. Also dran denken, Feld Nummer 25 muss geflügt werden. Ich hab's nur nicht getan, weil die Zeit dafür knapp war, aber hätten wir es trotzdem geschafft. Mal sehen, wie lange der Mond braucht zum Reifen. Hab gar nicht mal geschaut, ob die überhaupt noch weg. Obwohl, naja, normalerweise schon. 10 Grad, 7. Das ist egal. Fruchtfolge. Ja, Mond habe ich gar nicht jetzt bei, ne? Ja, wurscht. Nach Gerste weiß hab ich na, da schon. Krass. Wenn das klappt. Ist dann morgen überhaupt bei? Ja, ja, ist bei Grad 21, das passt. So, Regen bis heute Nacht. Morgen dann ist Trocknungszeit. Oh, das wird schlecht. Donnerstag ist Sonntag. Freitag und das Ende Sommer ist viel Regen angesagt. Oh, Moment, aber na, das muss ja nicht stimmen. So, so Mond. Meist ist klar, meist sogar noch so kalt. Zuckerrohr. Die Kale passt, Hopfen auch. Mohn passt auch, okay. So, Zuckerrohr. Das Problem ist, braucht 2 Jahre. Gras geht immer. Bäume haben wir nicht angesagt, ne? Bäume sind nicht dabei. Ja, für Soja und für Mais wäre noch zu früh. Beziehungsweise zu kalt. Und Baumwolle jetzt wieder gar nicht. Fand ich so ein Blödsinn. Dazu sind die Karten einfach zu. Also Standardkarten sind dafür nicht geeignet. Kannst ja nicht so viel. Tolle Geräte über kleinen Flächen nehmen, das kannst du 5 Liter nicht. Ey, das gibt's doch gar nicht. Der war doch. War der andere Größe? Muss ja. So. Viel geht da nicht mehr rein. Bin immer gespannt. Tja. So, Kühe. Schau mal, Kühe. Oh. Gepflanzt, gepflanzt, gepflanzt. Gepflanzt. 1, 2, 3, 3, 4. Noch Gras, ne? Ich hab nur ein Weizenfeld.
Aber viel Gerste, na gut, das. Na gut. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Wie gesagt, ich würde mich freuen, mal ein Abo und ein Like. Sag mal danke. Ansonsten natürlich auch Wiedersehen zur nächsten Folge Montag. Dann sagen wir hier Tschüss und den Winkel. Ciao, ciao, bis dann. Ciao.